Ja, hallo zusammen. Wer mein Vorstellungsvideo für die neuen Kostüme gesehen hat, weiß, alter krass, komplett overpowered. Dazu noch Alassie-Kostüm dabei. Immer nach wie vor nicht zu unterschätzen, richtig eklig. Und deswegen gehen wir hier rein und hoffen auf das Beste. Der Perso ist es meiner Meinung nach komplett overpowered. Ist aber auch den ich definitiv am liebsten hätte von der Auswahl hier. Schauen, was noch so bei rumkommen kann, ob überhaupt was bei rumkommt. Wir haben einige Embleme. Das Black Friday-Angebot war wirklich mal ein Black Friday-Angebot und nicht irgendein Schnodder. Also das vom letzten Tag. Aber bisher kommt halt noch nichts bei rum. Die Standard S1 3-Sterne-Helden beehren uns mit ihrem Antlitz und werden direkt wieder verfüttert werden, so wie es aussieht. Ich habe Fernrohr über. Also einer von den beiden Alassie oder ich würde wahrscheinlich direkt maxen. Gucken, was hier drin ist. Kleriker, So. Ich glaube, wenn der Perseus kommt, höre ich direkt auf. Obwohl, wann kriegt man nochmal so eine Auswahl? Aber wir wissen natürlich nicht, was für kranke Scheiße sie mit den nächsten Monatsheldenkostümen machen. Weil die sind ja schon krank. Die beiden neuen hier. Alassie war schon krank, als sie rauskam mit Kostüm. So, zack, zack. Komm, blau. Ja, der Gute. Der gute Kariel. Die Quote ist echt bescheiden. Also wie viel Dreier hier sind. Ja, als ob sie mich gerade ein bisschen belehren wollen. Die wollen mich belehren. Wie viel Dreier und Vierer hier sind im Vergleich zu 5-Sterne-Helden. So. Zack, zack. Lululululu, na komm, blau oder lila. Da ist der Rigard, den wollen wir auch nicht haben. So, die Hälfte ist rum. Bei 42 Beschwörungen ist eigentlich ein 5-Sterne-Held zu erwarten. Von der Quote her. So 1,4 müssten da kommen oder so, oder 1,5, wenn nicht sogar mehr. Ich glaube, ich verrechne mich gerade. Ja, irgendwas zwischen 1 und 2. Da, mit der Aussage bin ich 100% recht. Habe ich 100% recht, ja, aber bisher ist es genügsam, was hier passiert. Ja, gut. Hallo Seelentausch. Den meinte ich jetzt nicht. Es müsste einer auch kommen, der nicht Held des Monats ist. So, zack. Kelil, nee. Komm schon, ich will nur noch blau sehen. Ich freue mich eigentlich sehr. Ich will die schon so lange haben. Aber jetzt, wo der Perseus dort zu sehen ist, hätte ich mich über den Perseus noch mehr gefreut. Aber sie ist auf jeden Fall in vielen Kombinationen spielbar, ist auch nach wie vor in der Death Aids. Ja. Wobei sie bei mir in der Def wahrscheinlich keinen Platz finden wird. Also wenn jetzt noch der Perseus kommen würde, dann wäre es natürlich Opti. Aber ich habe ungefähr genau die Quote, die ich erwartet habe. Sogar minimal drüber, aber
Wäre halt geiler gewesen mit dem Perseus, aber ich will mich, weiß Gott, nicht beschweren. Tschü, tschü, tschü. Na komm. Gönn mir. Drei haben wir noch. Blau. Blau war's, okay. Aber. Komm, blau oder lila? Blau, blau, blau. Grün, bäh. Bruder, tack. Und nochmal blau. Das war der Bore. Okay. Geht besser? Geht schlechter? Einen der vorgestellten habe ich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein, bis denn. Ciao, ciao.